Heldinnen und Helden da draußen, habe ich schon gesagt, wie dankbar ich dafür bin, dass ich so viele tolle Menschen interviewen darf. Und wenn ich es oft gesagt habe, ich sage es nochmal, weil ich heute wieder eine ganz wunderbare Frau hier bei mir vor mir sitzen habe. Und ich bin voll stolz, fühle mich geehrt und werde an dieser Stelle auch wieder schweigen und genießen. Und bitte dich, Maria, stell dich nochmal ganz kurz vor. Ich bin Maria Arz, ich wohne in Holland. Und da habe ich seit 1974 eine Methode entwickelt, die Martemeo heißt. Und ich erzähle immer am liebsten, was Martemeo ist, durch eine kleine Geschichte. Eigentlich ist die Martemeo entstanden durch eine Frage von meiner Mama. Ich war selber Spezialistin für Kinder mit Autismus in einem kinderpsychiatrischen Heim. Die Kinder wohnten bei uns. Und ich war jung natürlich in die Zeit. Und dann war ich gut. So ich dachte, jö, das ist das. Ich kann das gut. Mensen waren sehr zufrieden. Die sagten, ah, du kannst so gut mit diesen Kindern umgehen und so. En dan war ich sehr zufrieden bis am Sonntagmittag. Eine Mama zum Besuch kam, zu ihrem kleinen autistischen Sohn. Und dann hat sie gesehen, wie ich Kontakt machen könnte mit ihrem kleinen Sohn. Und hat sie angefangen zu weinen. Hat sie gesagt, Maria, das ist mein Sohn und ich bin seine Mama. Wenn du weißt, wie man in Kontakt kommen kann mit so einem Kind mit Autismus, warum lernst du mir das nicht? Wow, das ist der Magic Moment. Ja, genau. Und das ist der Ansatz gewesen, um zu denken, ja, erstens, warum habe ich da nicht an gedacht? Ich schämte mich ein bisschen. Hey, wo sind die Eltern eigentlich hier? Warum leben die Kinder bei uns? Das war Kinderpsychiatrie natürlich. En in die Zeit hat man viel mehr Kinder behandelt in Instituten. En auch wenn die sagten, wir arbeiten zusammen mit Eltern, meinte das, dass wir informieren, welche Therapie alle die Kinder kriegen. Aber die Mama wollte wissen, wie macht man das? En das ist eigentlich auch zentrale Thema immer in Martemeo. Dass alle Information ist, wie macht man das? Aber dann musste ich natürlich, und die Mama sagte noch etwas Schönes, was ich später für Ministerium benutzt habe, weil ich musste natürlich Zustimmung kriegen. Und die Mama sagte, ich habe Zeit genug, ich habe Liebe genug, ich habe Motivation genug. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Information. Wenn du es weißt, informiere mich. Dann hatte ich ein kleines Problem, weil ich unbewusst das machte. Und dann musste ich das eigentlich an die Mama erzählen. Dann bin ich eigentlich angefangen zu denken, was tun eigentlich Menschen, die Kinder unterstützen in Entwicklung. Und wie wüsste zum Beispiel meine Mama und Papa, die hatten niemals studiert für Pädagogen, die haben so gut, erfolgreich 14 Kinder, weil die waren katholisch und in Süden von Holland. Erzogen. En dan dacht ik, wie wisten die dat? Papa had een bouwonderneming, mama was natuurlijk huisvrouw met 14 kinderen. Wie hebben die dat geleerd? En dan ben ik angefangen te beobachten wie normalerweise Eltern, die eigenlijk weinig problemen met ihre kinderen hebben, was doen die genau? En dat met die analyse kon ik besser verstehen, was is normalerweise daar? En konden we deze dingen ook einsetzen voor kinderen met bijzondere bedürfnissen? Ja. Zo, wenn een kind bijzondere Unterstützung braucht. En ik was zo beeindruckt. Ik heb mijn Brüder met de kinderen gefilmd, später in de 80er jaren en zo. Om ganz intensief te beobachten, wat machen die? Waarom hebben die eigenlijk glückliche kinderen? Wie kan dat? En waarom hebben andere mensen zoveel problemen met ihre kinderen? En wat kunnen we daaruit leren om einzusetzen, deze natuurlijke informatie, om ontwikkelingsprocessen te reactiveren bij kinderen die extra ondersteuning brauchen? En dat is eigenlijk mijn opgave geweest. En dan ben ik meer en meer, heb ik eerst met het ministerie, die waren zeer beeindruckt van mijn innovatieve kwaliteiten. En die hebben mij gevraagd, 12 jaar met die te arbeiten, om die jugendhilfe anders te organiseren. Om ook Eltern mehr einzubeziehen, weil die musste in die Zeit, musste die in 1976, 77, musste die eigentlich Geld sparen. Und dann habe ich mit die gesprochen und habe gesagt, wir können hier so viel Geld sparen. Warum wohnen alle Kinder, auch die in die Region wohnen, warum leben die alle hier? Wie viel kostet das 24 Stunden pro Tag?
Warum sind wir als Profis nicht fähig, um die Eltern Rat zu geben und auch intensiv mit den Eltern zusammenzuarbeiten? Kannst du verstehen, dass das nun wieder sehr nutzbar war, wenn wir angefangen sind, auch in Kitas zu arbeiten? Eltern als Partners. Hè? Dass wir wenn Eltern extra Informationen brauchen für Unterstützung und Entwicklung von den Kindern, dass wir das teilen. Wir nennen das in Martemeo das Eltern-Einladungsprogramm. So, wir laden die Eltern ein, als ein Kind ein Problem hat in der Kita und das Kind schlägt andere Kinder, stoßt und so, dann weiß ich, das nennen wir in Martemeo die Entwicklungsbotschaft lesen, hinterauffällige Verhalten, das Kind will mitmachen, aber weiß noch nicht wie. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit, um die Spielfähigkeiten zu entwickeln. Mhm. Weil ich so genau beobachtet habe, so lange schon, habe ich so in Detail beobachtet, was Kinder sich so gut zusammenspielen können, was machen die. Wie in mein neues Buch, das Goldene Geschenk, habe ich all die Checklisten darin getan. Mhm. Worauf soll man achten, sodass man entwicklungsorientiert mit Kindern arbeiten kann? Mhm. Maria, nenn doch mal 2, 3 Dinge, worauf man so achten soll, ne? Damit wir so eine Idee dafür bekommen. Ja, genau. Kinder, die nicht zusammenspielen können, checken wir mit der Checkliste, was haben die entwickelt und wo brauchen die noch Unterstützung. Ein von den Dingen, die meistens da ist, dass die Spielideen haben, aber kein Wörter dazu. Wenn du nicht sagst, ich gehe mit dem Auto spielen, laufst du zu den Autos, aber niemand kann folgen, weil da war keine soziale Einladung. So, ein von den Dingen ist das. Meistens sind die, wenn man selber nicht gut benennt, was man tut, guckt man auch nicht, was andere Kinder wollen. Mhm. So, man muss Initiativen von anderen Kindern sehen, um zusammenspielen zu können. Mhm. Und so sind dann einige Dinge, die man immer, man hat eine ganze Liste von 30 Punkten. Und Menschen können dann statt über das Problem reden als Team und mit das Kind nicht mehr machen, nicht mehr sagen. Tun wir als Team die Menschen trainieren, um auch als Team entwicklungsorientiert zu gucken. Mhm. Und dann sagen wir, er hatte noch nicht die Gelegenheit, diese Fähigkeiten zu entwickeln, die Spielfähigkeiten, und wir können das machen. Wir nennen das in Martemeo wann, was und wozu. Wir können das machen durch ihn, wenn er ein Initiativ hat, aber er hat noch keine Wörter dazu, zu sagen, du nimmst Autos. Du fährst zum Garage, sodass die Junge, die gar, oder das Mädchen, die ganze Zeit mitkriegt, die Wörter gehören dazu. Und dann ist natürlich eine große Freude, wenn man dann neue Filme macht nach einigen Wochen und das Kind sagt, ich gehe mit Auto spielen. Maria, darf ich dazu mal was sagen? Ja. Du, ich habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut, weil mich erinnert deine Geschichte an ein Video, das ich von dir gesehen habe, das schon sehr alt ist. In diesem Video zeigst du Eltern, die ihre Babys gerade baden, vielleicht erinnerst du dich daran, zeigst du, wie sie Kontakt aufnehmen können zu dem Baby, indem sie, Gänsehaut überall, indem sie benennen, was sie da gerade tun. Maria, erzähl mal ganz kurz, wie reagieren denn Eltern darauf, wenn sie lernen, diese Dinge zu sehen und wenn sie Brücken bauen können und wenn sie in Kommunikation treten können, was sie vorher vielleicht gar nicht gesehen oder für möglich gehalten haben. Wie geht es den Eltern dann? Ja, genau. Das ist auch jedes Mal. Ich hatte vor diesem Interview hatte ich noch mit dem Mutter-Kind-Haus Kontakt und da habe ich die auch geholfen, um zu sehen, wie man speziell die verletzte Mutter, die sind Mütter von 14, 18, und die mussten noch so viel lernen, haben meistens nicht so guten Hintergrund. Und die haben mir auch noch erzählt, was ein Freudnis ist, dass die früher viel mehr korrigierte und kontrollierte und dass die nun viel mehr informieren. Dass sie sagen, guck in diesem Moment, guck, dein Kind sucht dich, du bist wichtig für ihn. Wenn du dann deine Stimme hören lässt, dann denkt er, mein Mama ist da. Wenn dann Mama die nächste Mal zu, denn Mama sieht dann auf dem Film, dass sie, das kann sie sich beinahe nicht vorstellen, dass sie so wichtig ist für ihre Baby, dann braucht man nicht zu kontrollieren, ob sie das morgen auch macht. Weil das tut sie dann von selber, weil sie sucht wieder das schöne Moment. Mhm. Und die Menschen in Kitas, das wollte ich noch sagen, über, wenn man in die Kita die Kinder mit auffällige Verhalten, dann laden wir die Eltern nicht ein, die Probleme zu teilen,
Wir sagen nicht, komm mal rein. Er schlägt, er ist aggressiv, er kann nicht fühlen, er hat noch keine Wörter, er hat einen Rückstand. Nee, wir laden die ein, um die Information, die die Kita-Mitarbeiter selber benutzen, dann zu sagen, wir, weißt du, dein Kind ist interessiert in Spielen mit anderen Kindern. Na, das ist doch schön, ne? Der Blick auf das Positive. Ja. Und dann zu sagen, weil er noch einige Spielfähigkeiten entwickeln muss, geben wir ihm diese extra Unterstützung. Und dann zeige ich die, wenn er eine Idee hat, geben wir ihm dann Wörter zu. Mhm. Wozu? Weil dann kriegt er Wörter. Das ist dann Basisfähigkeit für Spielen. Aber auch, er kriegt mit, ah, du siehst meine Initiative. Och, du guckst doch noch mit so ein schönes Gesicht. Oh, dann liebst du meine Initiative. Nou, dann vertraue ich besser meine Initiative. Und dann sagen wir, dass die Eltern echt 98% von den Eltern fragen selber. Hè? Oh, können wir das zu Hause auch nicht machen? Das ist doch einfach, können wir auch tun. Und dann sage ich immer, wenn sie zu Hause mitmachen, hat ihre kleine Sohn die beste Chance. Maria, sag uns mal ganz kurz, warum hilfst du den Eltern, den Erziehern, warum hilfst du den Erwachsenen dabei, das Positive zu sehen, anstatt über das Negative zu reden? Meistens ist in Problemen stecken nicht so viele Möglichkeiten. Probleme muss man anerkennen. Ich bin nicht gegen Probleme. Darum filmen wir die Situation, wenn so ein Kind mit anderen Kindern spielt. Wir sind nicht blind. Wir sehen ganz gut, ui, guck, hier kommt er einmal ein. Und die anderen Kinder denken, was machst du? Weil er hat nicht vorher gesagt, was er tut. Und dann denkt man, nee, du störst. Oder hier läuft er weg, ohne was zu sagen. So die Kinder denken, ja, er ist verschwunden. Hè? Normalerweise sagen Kinder, ich hole dann nun was Wasser für dabei. Dann denken Kinder, okay, die holt das. Und dann spielt man gerne zusammen, weil da kann man mitspielen. Und dann sehen wir all die Probleme, aber dann lesen wir die Entwicklungsbotschaft hinter das Problem. Und das Vermitteln von dieser Information, da ist eine große Training in Martimeo. So einerseits habe ich dann 40 Jahre im Detail geguckt, wie erfolgreiche Dinge gehen. Ja. Wie sehen die Beziehungen aus? Was tun Eltern, dass Kinder so die Spielfähigkeit entwickeln? Und andererseits, die Vermittlung von der Information ist eine ganz große Training. Wie vermittelt, ich kann dich sagen, wenn ein Eltern ein Down-Syndrom-Kind bekommen, hè? Ja. En ich sehe in de eerste film, dass die viel zu schnell sind, was meistens ist, weil die Kinder sind so langsam, dann könnte ich sagen, ah, ich sehe es gleich in de film. Ihr seid viel zu schnell. Ihr gibt das Kind keine Zeit. Ja, dann hat man schon ein Kind und dann auch noch das. Aber was ich dann die Menschen Rat gebe, um zu sagen, ach, guck, wie schön, dass wir Video benutzen. Weil, nun können wir sehen, ihr habt zwei so schnelle Jungen erst gehabt. Und eure Mädchen hat Down-Syndrom. Die Kinder brauchen mehr Zeit. Und guck mal, mit Video können wir sehen, wie viel Zeit sie braucht. Guck hier, Papa, du hast Information gegeben. Guck, sie denkt da ganz lange über, bevor sie es mitnehmen kann. Sie braucht extra Zeit. Können Sie das ihr geben? Dann sagen die Eltern, ja, gerne. Dann sind sie eingeladen. Ja, Maria, das heißt ja, es darf nicht nur die Methode geben, wie zum Beispiel das Video, sondern es braucht einen Menschen, der eine Sprache benutzt, die voller Herzlichkeit ist, voller Empathie und voller Sensibilität. Ja, das ist ein großes Training in alle Training von Menschen. Wie vermittelt man die Information, dass die andere Person das gerne annimmt? Ja. Erstens muss man die besten Bilder wissen zu selektieren. Dann kann man auch, wenn Eltern dann noch nicht gleich alles gemacht haben, kann sagen, in diesem Moment, wenn sie eine mehr emotionale Beziehung mit ihrem Kind möchte, guck, hier lacht der Papa. Wenn du dann zurücklachst, dann denkt er auch, Papa hat mich gerne. Na, dann denken die Menschen, das mache ich morgen. Wahnsinn, ja. Und das ist sehr wichtig, weil so viele Menschen, wenn man über Probleme redet, das ist einmal gut, dass wir verstehen, was das Problem ist, dann einen Film machen und dann die Entwicklungsbotschaft lesen. Und das, ja, es tut doch so gut. Menschen fragen mich immer, ja, warum arbeitest du noch immer? Und so, ja, das bringt mich so viel. Es tut so gut, dass auch nun in 53 Ländern meine Methode benutzt wird. Und dass ich die ganze Zeit Bilder kriege, E-Mails kriege, sage, ah, so viel hat sich verändert. Ne? Und das tut dann so gut. Und es ist auch mein Lebenswerk.
Wahnsinn. Maria, jetzt hast du davon gesprochen, dass Kommunikation eine der, ich nenne es mal, Superkräfte ist, um die Beziehung aufzubauen, um die Brücken zu bauen, um die Translation, um die Wörter zu formulieren. Ja, ja. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die du sensibilisierst, die du trainierst, wo du die Menschen darin unterstützt, diese Eigenschaft zu entwickeln? Ja, das ist sicher. Viele Menschen, ich bin nun gerade angefangen, seit 1,5 Jahren in Amerika, und die sind sehr verhaltungsorientiert. So, und die sind allemaal in trainiert. So, die eerste 6 Mal in Supervisionssitzungen muss ich die allein helfen, um erst zu trainieren, was die für positive Dinge sehen. Ach. Und dann helfe ich die und dann sage ich, nun geht's rum, dass du mit meiner Checkliste von Spielfähigkeiten oder Kooperationsfähigkeiten, dass du dann wahrnimmst, wo es in diesem Film ist. Und das ist so schwierig. Die ganze Zeit kommen die Jahren hier, denke ich, dass das große Mädchen viel zu viel ihre kleine Bruder sagt, na, das hat ihr schon gelernt. Und macht die Mäuse eigentlich, um etwas Neues zu lernen. Es ist eine Idee, dass du in diesem Film dich selber die Freiheit gibst, um allein zu gucken, guck dieses Mädchen, sie hat eine Idee. Guck, sie fragt die Aufmerksamkeit von ihrem Bruder und sie sagt, ich habe eine Idee. Ich stecke diese Dinge in mein Ohren. Und guck hier, die kleine Bruder denkt, das ist eine interessante Idee und die macht das nach. Und dann sage ich, allein das, weil wenn man so ein Frame hat, einen Rahmen, sagt ihr, einen Rahmen hat, dann lernt man in komplizierte Situationen noch kleine Möglichkeiten zu sehen. Gerald Hüther, wo ich viel mit arbeite, die sagte zu mir, Maria, Probleme kann jeder sehen, die sind groß genug. Aber Möglichkeiten sehen, muss man trainierte Augen haben. So wie du die hast und wie du alle Menschen trainierst. So trainierte Augen sind sehr wichtig. Und Menschen müssen auch lernen, die besten Bilder auszusuchen, um genau zu wissen, wie man Informationen vermitteln kann. Und wie kann ich mich dafür sensibilisieren? Du hast gerade gesagt, es ist gar nicht so einfach, das Positive zu sehen, das Schöne zu sehen, das, was gut läuft, zu sehen. Weil das Probleme sind oft so groß und die überlagern alles. Wie kann ich mich als Erzieherin, als Pädagogin, als Pädagoge trainieren, diese feinen Momente besser wahrzunehmen? Ja, das kriege ich in die Macht-Mail-Training. Ja. Und glücklicherweise lieben die es alle. Erstens sage ich immer so Menschen in den Kitas, das sind so wichtige Menschen. Warum? Weil die haben die meisten Interaktionsmomente mit Kindern im Alltag. So, die haben so viele Möglichkeiten, um Kindern ein goldenes Geschenk zu geben. Mhm. In meinem neuen Learning Set sind auch, die heißt goldene Geschenke. Ich lasse auch Eltern sehen, wie viele Möglichkeiten im Alltag da sind, in normale Interaktionsmomente, um ein Kind ein goldenes Geschenk zu geben. Und das sind so schöne Bilder von normalen Eltern. Und dann highlight ich das, guck in diesem Moment, guck hier, da ist ein kleines Kind und die kommt in eine Problemsituation, weil er hat am Wasserhahn gestoßen und er fängt an Wasser zu stromen. Mhm. Statt dass Mama das schnell löst für ihn, er ist 10 Monate, helft sie ihm erst zu denken, es fängt an zu stromen, hè? So das Kind lernt zu registrieren. Hè? Und dann sagt Mama, wenn du mit deiner Hand hier drückst, dann kann man das so zumachen, dann hört es wieder auf. Und dann sage ich zu den Eltern, ist das kein goldenes Geschenk? Wenn man alle Probleme von Kindern übernimmt, das sieht sehr lieb aus, aber man nimmt auch weg die Möglichkeiten, um zu lernen, mit Problemen umzugehen. Und in die Film, die ist 41 Sekunden, zeige ich dann in mein Learning Set, wie viele Möglichkeiten da sind, um goldene Geschenke an Kinder zu geben, wo die ihr ganzes Leben von profitieren. Mhm. Und dann sieht man, dass die kleine Junge, Mama tut Schritt für Schritt anleiten, wie man das Problem löst. Und dann dreht die Junge so von, so eine bin ich. Wenn ich in Probleme komme, das kann ich auch wieder lösen. Hä? Ist doch schön, hä? Wunderschön. Du, aber Maria, sprich. Die Menschen in Kitas, die lernen es sehr gern. Dann zeigen wir die Menschen in Kitas, dann üben wir mit die, wenn Kinder noch keine Wörter haben zu gefühlen,
Gib den Kindern doch die Wörter. Wenn er das allein lernen sollte in die Kita, das nimmt er sein ganzes Leben mit. Wenn er denkt, das fühlt ein bisschen unangenehm, du sagst, oh, das war ein bisschen unangenehm für dich, dann denkt er, oh, dieses Gefühl in meinem Körper könnte man mit dieses Wort ausdrücken. Mhm. Ja, er profitiert sein ganzes Leben von, wie einfach ist das als Paar oder als Kollege oder als Nachbarn, dass man schnell weiß, welche Wörter so Gefühle hören. So, ich habe mein ganzes Leben, weil meine Mama sollte sagen, ich bin mit 4 Jahren angefangen, mit Starren. Ich war immer am Starren zu Menschen. Oh, wenn er das tut oder das. Oh, oh. Ich war sehr interessiert, immer was geschieht in Interaktionen zwischen Menschen. En al die verschiedenheden. En nu heb ik die laatste, al die jaren, 40 jaren, professioneel aangucken kunnen. Ja, dat was natuurlijk een grote vreugde. Om dan zo ontdekken. En dan ook zo zeigen, zo die mensen in kita's, zo zeigen wie wichtig die zijn. Kan men denken, wenn die dat gezegd hebben, zijn kind benutzt dat zijn ganze leven. Ja, wenn man sich das vorstellt. Zo alle mensen in kita's, die zeggen, wir fühlen uns so gewertschätzt. Mhm. Wir haben so viel Freude an unserer Arbeit, weil wir sehen in Films, wie wichtig wir sind. So, das tut mir so gut, dass so viele junge Menschen das lernen möchten. Wenn man sieht in all die Länder, all die Menschen, die es lernen und was die dann sagen, was es ihnen bringt. Mhm. Wenn man so ein großes Herz für Kinder hat, kann man denken, wie fantastisch es ist, dass man ein Bild sehen kann, dass deine Reaktionen etwas ausmachen. Mhm. Maria, erzähl doch mal, wenn du sagst, du kriegst da ganz viel mit, was die Leute mit Mathe-Meo da draußen erfahren. Erzähl doch vielleicht mal 1-2 Dinge, was mit den Menschen passiert, wenn sie anfangen, das zu leben. Ja, ich hatte gerade heute Ausschnitte bekommen vom Hamelen, von Eltern, was die sagen und was Profis sagen. Mhm. Und Profis sagen alle, ich fühle mich besser gewertschätzt. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Wir sprechen mit den anderen als Team viel mehr über positive Dinge. Nicht einmal klagen, er hat wieder und er tut wieder. Aber wir unterstützen den anderen immer. Zu sehen, er braucht extra Unterstützung. Mhm. Und dass wir sagen, es ist mir gelungen, das zu teilen. Und an die Universität von Dublin haben die herausgefunden, da bin ich seit 1990, die sagen, wir haben herausgefunden, dass Teams, die mit Mathe-Meo arbeiten, auch weniger krankgeschrieben sind. Ist doch interessant, ne? Das ist aber wirklich, das heißt also, dass Mathe-Meo nicht nur Brücken baut und Eltern und Kinder oder Erzieher und Kinder zusammenbringt, sondern Mathe-Meo macht auch was mit mir selbst? Ja, das ist genauso. Weil, darum habe ich nun mein letztes Buch auch viel mehr für alle Menschen, die nicht ausgebildet sind für Mathe-Meo. Wenn man lernen möchte, entwicklungsorientiert zu arbeiten, wie könnte man dann gucken? Wie könnte man meine Checkliste benutzen, um positiv und entwicklungsorientiert zu sein? Und das ist eigentlich eine wichtige Haltung, was viel mehr Freude bringt. Hä? Du Maria, jetzt kommen wir ja schon so langsam auch zum Ende unseres Interviews und ich hätte gerne mal gewusst, was für dich Kindheit bedeutet. Ja, was bedeutet? Eigentlich die Neugier, die Lust auf Entwicklung, wenn man das nicht wegnimmt. Ein Ding möchte ich noch sehr gerne sagen, dass eigentlich 2 Dinge in all meinen Jahren Erfahrung habe ich entdeckt, dass in Erziehung so wichtig ist, folgen in freie Situationen und leiten in strukturierte Situationen. Mhm. Ich sehe über die ganze Welt, wo ich nun arbeite, in allerlei Berufsfelder, ist, dass in freie Spielsituationen soll man das Kind die Initiative lassen. Das Kind sollte mit seinen Ideen kommen, nicht zusammenspielen und noch schönere Brücken bauen als Papa. Hä? Aber dass man denkt, und das fällt um, du versuchst wieder so reparieren. Dann hilft man das Kind. Weißt du, alle Initiativen und Spielideen als ganz junge Kind kommen eigentlich aus deinem Bauch. Das nenne ich die Goldmine. Und wenn deine Eltern dich unterstützen, deine Goldmine zu entwickeln, ja, dann hat man ein sehr reiches innere Leben natürlich. Und das ist Folgen. Das ist Folgen. Das Folgen, ja. Ein anderer Teil, was moderne Eltern manchmal vergessen, die diskutieren immer mit den Kindern, statt dass man in strukturierte Situationen die Kinder sagt, wie man es tun sollte.
Da geht es um, dass die Modelle lernen, in, wenn man, wie man sich verhalten kann. Dus es geht nicht um, was man will, aber was man tun soll. En dan, wenn man das voort, ik heb nun 3 Familien, 3 Jahre wieder gefoort, für mijn neue Learning Sets für Eltern. En dan sieht man, wie die Eltern das tun. En dan sieht man ein Baby geboren werden. En dan sieht man das später, dan is das Kind 16 Monate, wie gut sie sich anpassen kann. Weil sie hat alle Raum gehad, um sich selber zu sein. En dan kann sie auch einen Moment denken, nun ist Zähne putzen. En dan sieht man, wie sie die Leitung akzeptiert, wie sie das dann macht. Wie sie hört, was Papa sagt en wie friedevoll das geht. En wenn ich dann so viel moderne Eltern höre, ich kriege die nicht im Bett, dann wollen die das nicht. En dann fragen die, willst du im Bett? Dann sagt das Kind natürlich nein. Dann müssen die doch. Sagen ja. Immer die Eltern, keine Frage stellen, wenn das Kind nicht ja oder nein sagen kann. Mhm. Das sollte man nicht tun. Ja, en man sieht die Neugier auf Entwicklung, wenn man die nicht verstört, willen Kinder so viel lernen. En ik denk door zoveel programma's, ik vind dat een beetje een probleem in de ganze wereld, dat er in kita's zoveel programma's zijn die die doorvoeren. Maar wenn man weiß, dat man in alltag alles lernt, alltag is zo reich aan mogelijkheden voor ontwikkeling, voor deine persoonlijkheid, voor deine fähigkeiten, wenn man die highlightet, de natuur is natuurlijk fantastisch. Ik gucke nu zo al die jaren schon en ik zie je nog immer. Ik denk immer, we hebben een zu kleine kopf. Um das zu verstehen, das muss jemand entwickelt haben mit einem größeren Kopf. Manchmal nennen die Menschen das Gott, andere Menschen nennen das die Urkraft oder das Universum. Aber da muss etwas Größeres sein als wir kleine Menschen. Hm. Weil je mehr ich das bestudiere, je mehr ich so beeindruckt bin, wie all die Möglichkeiten im Alltag, ob die benutzt werden. Hm. Und das tue ich eigentlich mit dem Video. Ich mache allein 3 bis 5 Minuten Videoaufnahme. En wenn man een structuur in Kopf hat, dass man weiß, worauf man achten muss, sieht man das gleich natürlich. Du Maria, ich hänge jetzt mal noch 2, 3 Minuten dran, weil ich das gerade sehr, sehr spannend finde. Ich habe da noch 2 Fragen. Also das erste ist, bist du jemand, der auch sagt, Mensch, vielleicht etwas weniger Programme, weniger Projekte, weniger Angebote und dafür Bildung und Erziehung in den Alltag packen? Das denke ich sicher, sicher. Ja. Ganz viele, die machten mir Kitas sind, die machen das. Und wenn ich da dann Filme von sehe, ich habe das nun wieder gesehen, weil ich dann machte mir Learning Set mache für Kitas. Wie kann man das entdecken in seiner eigenen Kita? Und was kann man tun? Und dann bin ich so beeindruckt, so ganz normale Situationen, wie die Kinder voneinander lernen, wenn man die nicht stört. In freie Spielen, wie die Kinder Ideen entwickeln, statt dass die Leiterin oder die Erzieherin immer dabei ist und Vorschläge macht und tut doch einmal so und lass ihm so. Und dann denkt man, all die Übungsmöglichkeiten sind so wichtig. Mhm. Und besonders für die Kinder bis 3 Jahre. Von 3 bis 6, das kann ich mir noch vorstellen, die üben auch für Schule und so. Aber von 0 bis 3 sehe ich, dass Kinder dann einmal mitmachen müssen mit Dingen, dass ich denke, wie viele Möglichkeiten gehe ich hier eigentlich verloren, um von Natur aus zu entwickeln und auch individuell. Und darum ist das eigentlich so gut, dass man noch Initiativen sieht und dass man sich darum anpasst als Erzieherin. Und wenn man das einmal auf Film gesehen hat, was das bei den Kindern bringt, die meisten Menschen sind so liebe Menschen, die denken, nee, nicht, oder gehe ich morgen doch anders tun. Ne? Du, ich würde dir jetzt an der Stelle gerne die letzte und für mich auch eine ganz wichtige Frage stellen. Vor allen Dingen ist diese Frage bei mir für dich sehr wichtig, weil du ein Mensch bist, der sehr viel rumkommt. Du bist viel unterwegs, du siehst viel aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln. Du besuchst die Welt, du bist ja fast eine Art Weltbürgerin schon. Und von daher ist diese Frage vielleicht ganz besonders wichtig für mich. Welches Thema, und ich formuliere es jetzt mal wirklich so weltweit, oder welches Thema möchtest du gerne mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken? Gibt es ein Thema, wo du sagst, da reden wir zu wenig drüber? Lasst uns bitte mehr über dieses Thema sprechen. Gibt es da eins? Ja, das Einzige, was ich immer in alle Länder tue, ist folgende Leute. Das ist eigentlich das Thema. Wenn Menschen das verstehen, wie viele Rückmeldungen ich darüber kriege, dass Menschen sagen, wenn ich mich zurückhalte, hat das mein Kind seine Möglichkeit, hat die Möglichkeit, um sein eigenes Sein zu entwickeln. Ja, das ist so ein goldenes Geschenk. Und dann das Leiten, echt, da sind so viele
Menschen, die nicht mehr leiten. Man sieht das auch, wenn man in Stadt läuft, denkt man, oh, hè, immer willst du vielleicht reden, willst du raus? Willst du, oh, das Kind denkt, ich wollte doch gerne, dass jemand wüsste, was wir nun tun können. Bringt so viel Stress. Und wenn Kinder gelernt haben, Leitung zu akzeptieren, ist das ganze Leben einfacher. Dann arbeite ich mit Teenagers wie in Switzerland. Und dann sieht man 100 Teenagers zwischen 14 und 18. Und da haben echt 80 von die 100, die haben nicht entwickelt, Leitung akzeptieren. Die hauen gleich ab, wenn etwas nicht gefällt. Kann man denken, Probleme die kriegen mit ihrem Chef, mit ihrem Partner. Hè? Dass man nicht denken kann, okay, nun hast du die Leitung einmal. So, ich denke eigentlich, folgen und leiten und zurück zur Natur. Sage ich auch immer, Menschen sind immer beeindruckt, dann heißen man große Präsentationen, so wie für Early Childhood Australia, da sind 6.000 Menschen, die mit jungen Kindern arbeiten. Und dann erstens willen die alle daarin, weil das heißt the golden gift. Die denken, daar wil ik in. Meistens vind ik alles boring, aber daar wil ik in. En wenn man dann allein zeigt, wie die Natur die Möglichkeiten gibt, um alles zu lernen, was wichtig ist in Erziehung, wie all die Menschen so mit mehr Hoffnung, mehr positiv, die stellen sich auch vor, das kann ich. Ich denke, dass wir viel problematisiert haben rund um Erziehung und dass alles, was ausmacht, und dass man braucht gar nicht perfekte Eltern zu sein. Hè? So, das denke ich, dass auch so wichtig ist. Relax. Dann machen die allemaal van die Dinge, dat ik denk, ja. Die normale Alltag, normale Interaktionsmomente sind die wichtigsten Dinge. So, wenn die mich fragte, KU Children's Services in Sydney, um für alle Kindertagesstätten eine Qualitätsverbesserung zu machen, sage ich, das tue ich allein, wenn ihr versteht, Qualitätsverbesserung ist die Verbesserung von Interaktionen im Alltag. Wenn ihr damit einverstanden seid, und seit dem 12 Jahren arbeite ich mit die zusammen, und die haben das alle eingesetzt in ihre Kitas. Wenn man da die Effekte von sieht, das tut so gut. Und auch wenn man die Eltern hört. Weil wenn man das auch mit den Eltern teilt, so viele junge Eltern haben so viele Fragen. Die wollen alles das Beste tun natürlich. Kann ich verstehen. Das ist das Wichtigste in dein Leben, dein Kind. Und wenn man dann so einfache Dinge hört und die ausprobiert, denkt, ja, maar das wirkt auch noch. Ja? Ja. Das... Wahnsinn. Du, Maria, an der Stelle, das war das wunderschöne Schlusswort für unser Interview. Und an der Stelle möchte ich euch das draußen einfach nochmal ans Herz legen. Schaut mal in die Videobeschreibung. Alles über Marte Meo, alles über die Arbeit von Maria und den Spirit und die Magie, von der sie gerade gesprochen hat und die sie versprüht hat, findet ihr in der Videobeschreibung. Maria, an der Stelle, herzlichen Dank von meiner Seite aus für deine Zeit, für deine Gedanken, dafür, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise in die Welt von Marte Meo und in deine Gedankenwelt. Ich bin sehr dankbar dafür und wünsche dir von Herzen alles Gute. Auch danke für das Interview. Du warst ein guter Gesprächspartner. Ich sagte dich, wenn du mich gefragt hast, ich muss erst dich kennen, vorher Ja sagen und dann sehe ich gleich, ja, da spreche ich gerne mit. Dann spricht man leicht. So, danke auch. Ich danke dir. Macht's gut da draußen. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.